Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter und wie jede Woche möchte ich euch gerne ein paar interessante Titel hier vorstellen. Wir haben einen im Hintergrund, den wir aktuell hier schon sehen. Das ist der Wert OCGN oder Ozugen Incorporation, was ein Biotech-Wert ist. Hier ganz interessant, gibt eine interessante Unterstützung bei 8 Dollar. Der Wert heute mit 22% im Plus, fast hier über die 10-Dollar-Marke schon gekommen oder war schon im Vorfeld. Aber kann ein ganz interessantes Titel sein. Natürlich, Sie sehen es hier selbst durch die Schwankung etwas riskanter. Aber bei Biotech-Werten, glaube ich, in der Form jetzt nichts Neues. Die haben in der Regel immer recht hohe Schwankungen. So, der nächste Wert, den ich euch hier einmal vorstellen möchte, ist der Titel KOPN, Kopin Corporation. Auch hier ganz interessanter Chartverlauf, wenn Sie die letzten Tage sehen, wo das jetzt von fast 7 Dollar oder der Tiefkurs war fast bei 6, hier in der Regel jetzt bis auf über 10 Dollar hochgegangen ist. Gerade heute mit dem extremen Optionsvolumen, was fast dem Dreifachen entspricht von dem Durchschnitt, haben wir hier eine sehr interessante Bewegung und glaube, kann auch hier, wenn ich die Wetten so verfolgt habe, durchaus noch bis auf den Wert von 12, 13 Dollar in kurzer Zeit gehen. Jedenfalls sind die Wetten auf diesen Preis fixiert. 12,50 hatte ich gesehen bis nächste Woche. Also das kann ein ganz interessanter Wert auch hier für ein kurzfristiges Investment mit sein. Ja, der andere Wert, der uns heute noch aufgefallen ist, ist der Wert Cano Incorporation, ein Wert aus dem Autosegment, wo heute hier bekannt gegeben wurde, dass es 2023, glaube ich, das erste elektrische Gelände-Pickup kommen wird. Und die Meldung hat jetzt gleich zu Anstieg von über 13% geführt. Ganz interessant, glaube ich, auch hier die Charttechnik so ein Stück weit. Die Trendwende mit der Kerze, mit der großen Lunte, die eigentlich den Beginn der Trendwende darstellt. Und jetzt heute haben wir hier den massiven Ausbruch über 14. Und Sie sehen, das kann jetzt auch ein ganz interessantes Niveau werden. Ich glaube, da ist in der Form noch einiges möglich jetzt kurzfristig. 16, 18 sollten die nächsten Strike-Preise sein, die nächsten Zielpreise. Also da kann ich mir noch einiges Interessantes an Aufwärtsbewegungen mit vorstellen. Und den letzten Wert ist eher, sage ich mal, würde ich sagen, ein kleiner Geheimtipp, aber eine neue Mission, die jetzt seit gestern erst handelbar ist. Wir sehen hier, ich kann es ein Stück weit größer machen, den Chart von heute und von gestern. Das ist die neue Emission Roblox aus dem Spielesegment. Eine absolute Neuheit, die es in der Form so noch nicht wirklich gegeben hat, mit verschiedenen Welten, die man auch selber kreieren kann, also eigentlich unendlichen Spielemöglichkeiten, die man dementsprechend auch selbst konfigurieren kann von der Umgebung und auch durch Zufallswelten generierbar. Also ganz interessantes Thema, das Symbol hier RBLX, schauen Sie mal drauf, gestern wie gesagt zum Preis, glaube ich, von 65 Euro an die Börse gegangen, heute in der Spitze schon bei 77 gewesen. Bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage weitergeht und wie dann auch vor allen Dingen hier das Optionsvolumen vielleicht noch mit hinzukommt, weil Liquidität ist ja in der Form auch ein wichtiger Faktor für weitere Anstiege oder dann auch dementsprechende Entwicklungen. Ja, das meiner Seite alles für heute. Ich hoffe, du konntest ein paar interessante Infos mit rausziehen. Würde mich freuen, wenn du unseren Kanal hier abonnierst. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal und freue mich, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.